Ich bin auf der Decke? Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part und zum dritten Part von Transference. Ey, wie kann ich denn das vergessen? Hab ich's einfach vergessen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Es ist für mich noch Wochenende, Sonntag. Und ich bin mega gespannt, ob wir das Spiel jetzt mit diesem Part zu seinem Ende führen können. Beim letzten Teil... Oh, jetzt ist es echt laut. Beim letzten Teil haben wir es ja irgendwie geschafft. Ne, warte mal. Nochmal schnell zurück hier. Okay. Beim letzten Part haben wir es ja geschafft, in dieser Maschine den zweiten Kristall noch einzusetzen. Please remember. Ey, das wird ja immer düsterer, habe ich das Gefühl. Liebe Miss... so schöne... Okay. Fehlende Datei. Sound Klavier. Raus kommen wir nicht. Okay. Warte, was haben wir hier? Können wir das irgendwie anschalten? Musikzimmer. Was haben wir hier? Das Boston Orchester lädt sie herzlich zu einem gemeinsamen Auftritt. Kann das sein, dass ich gar nicht den Vater spiele, sondern die Mutter? Ich habe keine Ahnung. Okay, warte, warte, wo müssen wir hin? Hauptsache so ein Stacheldraht hier um den Kaktus rum. Wir haben alles getan. Familienporträt. Hey, das wird echt immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Sinnlos, Schlaflieder für jene zu singen, die nicht schlafen können. Ja, jetzt spielen wir die Mutter. Ich habe alles für ihn aufgegeben. Ohne Erinnerung gäbe es keine Musik. Ich habe die Wissenschaftsmesse gewonnen. Delete my existence. Da kommen wir nicht rein. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch alles liegen? Flugzeugticket für Benjamin Hayes. Was haben wir noch hier? Ich verlasse dich, Ray. Oh. Okay, das haben wir schon gesehen. Was haben wir hier? Bitte. Handschellen. Beende das. Altmodische Glühbirne. Da! Jetzt können wir spielen, oder? Das gefällt mir nicht. Da ist wieder was hier. Es ist wieder hier. Egal, wir spielen weiter. Ey, es wird immer dunkler. Müssen wir überhaupt spielen? Ich weiß es nicht. Warte mal. Kann das sein, dass die Lampen uns führen, was wir spielen müssen?
Ja. Oh, shit. War das jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Einfach weitermachen. Das stimmt nicht, oder? Warte, warte, wir müssen irgendwie... Ich brauche mal hier ein bisschen Kabel für meine Maus. Irgendwie herausfinden, was wir spielen müssen. Hier haben wir was, sag mal. Was haben wir denn hier? Neues Log verfügbar. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Kann ich da irgendwie auf das zugreifen, auf diese Logs? Ah, Videologs, guck mal hier. Früher ging Dad immer zur Arbeit und wenn er zurückkam, dann haben wir was Lustiges gemacht und jetzt ist er eigentlich nur noch... Er kommt heim und geht in die Garage oder den Keller und arbeitet an seinem Projekt. Und für mich ist Zutritt verboten. Ich wünschte, es könnte sein wie früher. Hallo, Ben. Ich richte diese Arbeitslogs an dich, weil ich wirklich sehr hoffe, dass du die Arbeit eines Tages fortsetzt, falls ich es nicht mehr kann. Und auch weil ich das alles, wirklich alles hier für dich tue. Für dich und deine Mutter. Du brauchst einen ruhigen Verstand. Für die richtige Analyse der Architektur. Das ist das Problem hier. Das Versuchsobjekt muss lange genug stillhalten für den Snapshot. Und das Versuchsobjekt ist das Gehirn. Wenn es nur einen Weg gäbe, das Gehirn einzufrieren. Eine Art kontrollierten klinischen Tod. Eine Modifizierung des Gefrierschranks, das... Das könnte gehen. Das praktische Anwendungen. Praktische Anwendungen? Praktische Anwendungen, eine Lösung für die Überbevölkerung. Was ist mit Rehabilitation? Da sind wir wieder. Und erwarten ein anderes Ergebnis. Die wahre Definition des Wahnsinns. Mich dünkt, ich weiß, weshalb dies ist. Er weiß nicht, dass ich hier verharre. Im schneebedeckten Blitzerlicht. Kristalle. Jeder ist einzigartig. Kristalle. Happy birthday, lieber Benjamin. Happy birthday to you. Lass die Kerzen aus. Wollt ihr nicht wissen, was ich mir wünsche? Darfst du nicht verraten. Lass ihn in Ruhe. Kann ich kurz mit dir reden? Was? Er hat einmal im Jahr Geburtstag. Meinst du, dass er vielleicht... Er hat doch Spaß. Das stimmt überhaupt nicht. Oh doch, er... ist total abwesend, weißt du? Du singst ja nicht mal mit, du Scheiße. Mom, Dad! Kommt schon! Ich will, dass er einen schönen... Ich will, dass er einen schönen Geburtstag hat. Bitte, kannst du nicht einfach nett zu ihm sein? Okay, geschafft. Oh. Geschafft, okay, es ist getan.
Sie werden mir danken. Sie werden mir später danken. Sie... Sie werden. So, ich habe gar nicht gemerkt, dass man die angucken kann. Also, scheiße, die kann man sammeln. Ich habe die jetzt mal nachgeholt. Ich hoffe, das war okay für euch. Das sind ja nur irgendwie 6-7 Minuten gewesen. Ansonsten skippt ihr das Ganze einfach ein bisschen, ne? Ist ja egal. Aber ist noch, denke ich, wichtig für den Geschichtsverlauf. Und die nachfolgenden Logs, die ich finde, die werde ich natürlich gerade angucken. Ist ja mega krass, ey, auch was der Vater so blutbeschmiert gemacht hat. Jetzt weiß man noch ein bisschen mehr, was da abging. Dass das nicht gerade eine glückliche Familie hier war. Das ist, glaube ich, immer noch dasselbe Zeug, wenn mich nicht alles täuscht. Antidepressive. Ah, nee, das sind die Sachen von der Mutter. Ich habe einen Sohn. Ein Schwangerschafts. Ein Sohn. Verhütungsmittel. Also anscheinend nicht gewollt, nehme ich an. Was haben wir noch hier? Guck mal hier. Papier, Taschentuch. Können wir sonst noch... Aber was müssen wir mit dem Klavier machen? Das ist die Frage. Demnach haben wir jetzt alles erkundet. Und hier kommen wir nicht weiter. Da hinten kommen wir nicht rein, gell? Das war zu. Das haben wir alles angeguckt schon. Das auch. Okay, raus kommen wir auch nicht. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie an diesen Lampen orientieren. Aber wie? Ja, ich kann immer genau da, wo die Lampen leuchten, einen Pfeil drücken. Also da ist jedes Mal ein Pfeil. Warten wir mal, auf was passiert. Nicht, ne? Oder weil es falsch war vielleicht. Vielleicht müssen wir die in der richtigen Reihenfolge drücken. Sag mal hier. Ja, das kann sein. Nee, das war falsch. Also nochmal. Ich versteh's. Die leuchtet jetzt auf. Die beiden auch. Jetzt ist es eine von den drei. War auch falsch. Nochmal. Nein. Falsch. Auch nicht. Man hat vielleicht nur irgendwie 5 Versuche. Ich weiß es nicht. Einmal. Nein. Auch nicht. Nochmal, zuerst links. Ganz rechts. Nein, war auch falsch. Nochmal. Die war es auch nicht. Jetzt die hier. Verdammt. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwas passieren kann, wenn man das Soft falsch macht. Machen wir zuerst die hier. Haben wir gerade 2. So. Jetzt haben wir 4. Ja! Jetzt wird die Trans... Wir sind ja immer noch in der Welt.
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, wir gehen hier lieber mal rein. Hier waren wir noch gar nicht in dem Zimmer, oder? Lips, ich bin über die Belastungsgrenze. Ich bin kaputt. Neues Log verfügbar. Gucken wir uns das an. Aber welches ist denn das jetzt? Das wird eins von denen hier sein. Oder? Nee, das ist es nicht. Das hier? Wir wissen das alles schon von Geburt an. Wir wissen es. Es ist in unserer DNA. Die Frage ist, hören wir zu? Deshalb hast du so viel Talent. Du fühlst das Universum, die Harmonien, die Harmonien der winzigen Strings, aus denen alles besteht. Das Geräusch, wenn du lachst und die Luft, die wir beide atmen und dein Haar, das weich auf das Kissen fällt. Du kanalisierst es nur über die Saiten deines Cellos, so wie Gott mit den Saiten des Universums spielt. Richtig? Und das ist alles. Wir sind alles. Du solltest jetzt schlafen. Ja. Ja, okay. Ich frag mich, wo die ganzen anderen Logs noch versteckt sind. Was haben wir hier? Ray, ich halte das nicht mehr aus. Bitte lass mich gehen. Lass uns gehen. Sie meint wahrscheinlich sich und ihren Sohn. Da haben wir wieder einen gefunden. Das wird... Ich weiß es nicht. Der hier? Nein, das haben wir schon gesehen. Happy Birthday, lieber Benjamin. Happy Birthday to you. Na los, blass die Kerzen aus. Ja. Oh, was hast du dir gewünscht? Ich darf's nicht verraten. Na klar, sag's mir. Was hast du dir gewünscht? Ich kann nicht. Was hast du? Sei ruhig. Raymond, wie lautet ihn in dein Ruhe. Wunsch, Kumpel? Sag's mir. Jetzt sag's mir. Was hast du dir gewünscht? Okay, also der dreht ja langsam richtig durch hier. Scheiße. War da was drin? Nee. Verdammt! Ich sitze fest. Ich habe so schöne Musik gespielt. Ah, die scheint sogar relativ berühmt gewesen zu sein. Und hat natürlich alles aufgegeben für ihren Mann. Also natürlich, ist natürlich nicht selbstverständlich. Ha. Also hier haben wir alles gesehen, glaube ich. Den Fernseher kann man nicht anschalten. Hier waren wir schon drin. Oh, dieser Clown jedes Mal. Das Schlafzimmer. Scheiße. Was geht ab? Ich bin auf der Decke? Aber... Warte, der Fernseher. Wo muss ich... Was muss ich machen? Hab ich schon gesehen.
Halt die Tür zu machen, genau. Oder? Nee. Ich komm da nicht rüber. Kann ich irgendwie springen? Ey, vor allem wird mir gerade schwindelig. Ist ja richtig schlimm. Warte mal. Hocken, aufstehen. Ach, Quatsch. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Hier geht's doch noch ein bisschen runter, oder? Nee, das ist schon ganz unten. Warte. Entschuldigung. Steuerung, Maus, Objekt ansehen. Interagieren, nein. Rad nach rechts drehen. So, jetzt habe ich sie doch richtig eingestellt. Aber... Warte, ich muss vielleicht irgendwas finden. Da! Ah, die hat hier in der Badewanne geschlafen. Ah, jetzt spielen wir wieder den Ben. Nicht den Ben. Gott, den Vater spielen wir jetzt wieder. Ich bin kein Monster. My Hero Book. Ist das vielleicht die Perspektive, je nachdem, wie wer die ganze Situation gesehen hat? Der Vater hat sich so ein bisschen als Held und als Erlöser vielleicht gesehen durch das Ganze. Ja, ich weiß. Ich habe ja schon zwei gefunden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was haben wir? Eine Fernbedienung? So leid. Aufnahmegerät. Ich habe dir was geschrieben. Ich weiß, das macht es nicht wieder gut. Aber ich habe dir immer Gedichte geschrieben. Also, ich weiß auch nicht. Habe ich dir das hier geschrieben? Er hat geschrieben. Viel zu lang. Hat dir im Unrecht recht getan. Hat stets das Beste schon gegeben. Für die Frau an meiner Seite. Shit, ja, okay. Stoppen, ja, für wahr. Zwischen Wald und eisigen Seen in der allerdunkelsten Nacht im Jahr. Ben, unsere Instinkte waren korrekt. Sie führten uns auf parallelen Wegen. Die Temperatur war nicht der Zustand an sich, sondern das Ergebnis eines Zustands. Es sind die Kristalle. Klänge. Geleitet werden durch ein Prisma. Die Wellenlänge könnte verringert oder erhöht werden. Zur Angleichung ans Subjekt. Durch die Umwandlung unserer Wahrnehmung der Welt in Frequenzen und die Synchronisation dieser Frequenzen zwischen Individuen, Ben. Ben. Das ist die Antwort, Ben. Die Antwort, nach der wir gesucht haben. Der Wald liegt dunkel, tief und brav. Doch dämmert mir, was ich versprach. Und Meilen trennen mich noch vom Schlaf. Und Meilen trennen mich noch vom Schlaf. Physik ist gleich Verhalten, ist gleich Musik, ist gleich Mathematik. Ja, das haben wir alles schon angesehen hier. Ja, so hat er die Welt gesehen. Ich verstehe es, okay. Ja. Das sind wirklich so die verschiedenen Sichtpunkte von den Leuten, wie sie die Welt gesehen haben.
Okay, dann haben wir das Ganze eigentlich schon angeguckt. Was müssen wir aber jetzt noch finden? Wir können wieder raus. Okay. Wenn ich nur mehr Zeit bekäme. Nur ein bisschen mehr Zeit. Wohnzimmer. Fehlende Datei. Kann ich da hin? Nee. Ich muss hier was finden. Da ein USB-Stick. Nee, den hatten wir schon mal, glaube ich. Eine Familie von Quarks und Leptonen. Was haben wir hier nochmal? Daten, Wohnzimmer, fehlende Datei. Kaffeebecher. Leute, die läuft uns davon. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Ich glaube, ich muss den Part an der Stelle hier beenden. Ich hoffe, ihr wollt, dass ich weitermache. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback natürlich wieder freuen. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht, hoffe ich, schaltet ihr beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nierort. Ciao.